Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. Es soll komplett weihnachtlich heute werden. Ich zeige euch nämlich, wie wir Weihnachtsstelle im lockeren oder loose Watercolor-Stil malen, so wie es halt im Englischen heißt. Also so wirklich so locker flockig aus der Hand, ohne Vorzeichnen. Ja, Challenge accepted. Es ist gar nicht so schwer. Wie gesagt, dranbleiben, wirklich Schritt für Schritt leite ich euch da durch, wie wir das hinbekommen. Und dann zeige ich euch noch, wie wir das toll mit Blättern anordnen können, damit wir ja einfach Karten gestalten können oder auch irgendwie wie ein A4-Print zum Beispiel, damit ihr ein Geschenk habt oder auch einfach eure Wohnung weihnachtlich dekorieren könnt. Also bleibt dran und viel Spaß dabei! An Material brauchen wir auf jeden Fall für dieses Tutorial Aquarellfarbe. Wir brauchen auch Wasser, zwei Pinsel, hier Größe 4 und Größe 8. Wir brauchen auch hier so ein Abtropftuch, natürlich Aquarellpapier. Ich habe mattes mir ausgesucht und auch 100% Baumwollpapier. Ihr nehmt einfach das, was ihr da habt. Wir brauchen einen Klebestift. Meiner ist hier von Paper Poetry. So, die Kappe ist wieder richtig drauf. Und natürlich Transferfolie für unsere Metallic-Effekte dann auch. Einmal in Gold und so ein Rot-Metallic. Genau. Bevor wir uns an das Zusammensetzen von den verschiedenen Elementen wagen und gleich eine Karte gestalten, möchte ich einmal erst drei Grundelemente euch zeigen. Das ist das Blatt, der Tannenzweig und natürlich der Weihnachtsstern. Wir starten zuerst mit einem Standardblatt, was ich auch in meinem Buch Florales Watercolor drin habe. Einfach, weil wir die ganz viel brauchen werden und das ist auch die Grundlage für die Blütenblätter unseres Weihnachtssterns. Dafür nehme ich mir einfach meinen Größe 8 Pinsel. Ihr könnt auch mit einem kleineren Pinsel malen. Das ist gar kein Problem. Das Endergebnis ist dann bei euch einfach ein bisschen kleiner. Ja. Aber so von der Handhabung her gibt es einfach kaum Unterschiede. Und zwar suche ich mir hier einfach einen Grünton meiner Wahl aus, hebe mir die Pigmente auf meine Mischpalette und füge noch einiges an Wasser hinzu. Das Standardblatt startet mit dem Stiel und zwar nur mit der Pinselspitze, mit der äußersten Pinselspitze und ungefähr so 1 bis 2 cm. Jetzt denke ich mir quasi eine Linie, die quasi noch weiter fortgeführt wird vom Stiel aus. Statt jetzt aber an der Linie, also wirklich auf der Linie zu malen, setze ich jetzt einmal nach rechts und einmal nach links außen meine komplette Pinselfläche einmal so nach außen aufsetzen, wie so ein Halbmond und komme dann zu meiner gedachten Mittellinie wieder zurück, indem ich dann den Pinsel nach oben zur Spitze wieder führe. So, es kann sein, wenn ich langsamer arbeite, muss ich mir nochmal Farbe aufheben, also auf meinen Pinsel. Man kann das dann aber auch in einem Zug später schneller hintereinander wegmalen. Ich setze wieder hier unten am Ende des Stiels an und am Anfang des Blatts, hier unten, und drücke jetzt einmal zur anderen Seite und komme auch wieder hier zur Spitze nach oben, also zu meiner Mittellinie und versuche hier tatsächlich ganz schmal entlang meiner Mittellinie zu gehen. Ich mache das Ganze nochmal, ein bisschen schneller jetzt, und zwar einen Stiel, einmal nach außen drücken, volle Pinselfläche und zurückkommen und hier wirklich eine schöne Spitze am Blatt zu formen und nochmal zur anderen Seite drücken. Und hier, ich komme zu einer wunderschönen Spitze zusammen. Und man kann hier sehen, ne, es ist grün gemalt, es ist ein Blatt, kann man erkennen. Am Anfang kann es tatsächlich passieren, dass es entweder so aussieht, das Blatt, ne, dass hier quasi kein Strich entsteht, kein weißer Strich. Das imitiert unsere Blattnarbe und damit sieht es auch nach einem typischen Blatt aus. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, ist es auch überhaupt gar kein Problem. Mit ein bisschen Übung schafft man es tatsächlich dann wirklich auch so einen schmalen Strich stehen zu lassen. Wenn man das aber das erste Mal macht, dann dauert es einfach ein bisschen. Dann muss man noch ein paar mehr Blätter wahrscheinlich üben. Ansonsten kann das Blatt aber auch so aussehen und zwar so. So, und das bedeutet, dass hier wirklich ein großes Loch ist. Wenn das der Fall sein sollte, dann wirklich hier relativ zügig einfach ausmalen und dann habe ich einfach ein sehr dickes Blatt. Ja, ist auch überhaupt gar kein Problem. Man sollte mit dem Ausmalen bloß nicht warten, bis die Farbe angetrocknet ist, weil dann sieht man auch den Unterschied da, wo man ausgemalt hat und da, wo man angesetzt hat. Das ist einfach so der Clou bei Aquarellfarbe, wirklich relativ zügig zu arbeiten. Sonst wird es dann quasi eher lasieren. Das heißt, ich habe zwei getrocknete Schichten übereinander gemalt und das sieht man dann einfach. Okay, und damit haben wir tatsächlich schon das Blatt fertig. Und dann können wir uns jetzt schon an den Weihnachtsstern wagen. Dafür hebe ich mir hier so ein Gelb.
schon, wenn ihr so ein Zitronengelb, das finde ich immer ein bisschen zu hell. Also ihr könnt dann euer Gelb auch gerne noch ein bisschen mit entweder einem hellbraun, einem Ocker oder auch mit ein bisschen Orange abdunkeln. Jedenfalls mache ich das so. Das sieht dann in meinen Augen ein bisschen natürlicher aus. Und man sieht auch die Stempel ein bisschen deutlicher. Also das in der Mitte von dem Weihnachtsstern. Wichtig zum Malen des Weihnachtssternes, wir starten erst in der Mitte und wir brauchen außenrum noch ordentlich Platz. Ja? Also gerade fürs erste Mal üben, damit ihr wisst, in welche Dimension es geht, einfach mal wirklich ein bisschen Platz lassen. Und ich starte hier einfach mit Punkten in der Mitte. Einfach hier so ein paar Punkte aufsetzen. Und das war's schon. Einmal den Pinsel auswaschen. Und ich mische mir jetzt hier einen Rot und Magenta zusammen. Es reicht auch einfach ein Magenta. Das sieht dann ein bisschen moderner aus. Ihr könnt natürlich auch einfach ein Rot nehmen. Ich möchte das jetzt hier gar niemandem vorschreiben. Wichtig nur ist, dass die Pigmente stark verdünnt sind. Wir werden nämlich in zwei Schichten den Weihnachtsstern arbeiten. Das heißt, ich hebe mir jetzt hier gerade ganz viel Wasser zu meinen Pigmenten auf die Mischpalette. Das hier kann ich das auch einmal testen, hier oben. Ne, so sieht mein Farbton jetzt aus. Der kann tatsächlich noch heller werden, das heißt, ich gebe einfach noch ein bisschen mehr Wasser hinzu. So, also ich glaube, ich habe jetzt hier so 7-8 Pinselladungen Wasser zu meinen Pigmenten hinzugegeben. Das soll wirklich schön transparent sein, die erste Schicht. Und ich starte jetzt hier, wir erinnern uns an dieses Standardblatt. Ne? Das heißt, ich starte hier mit dem Stiel auch wieder. Der muss aber gar nicht lang sein und werde jetzt hier ganz ausladend. So. Und was man jetzt hier machen kann, man kann das natürlich in der Mitte stehen lassen. Man kann es aber auch einfach ausmalen. Das heißt, die Blütenblätter sehen auch schön voll aus. Und ich male jetzt hier so strahlenförmig um meine gelben Punkte herum insgesamt 5 Blütenblätter. So. Am Anfang kann es sein, dass man das Blatt einfach mitdreht. Also ich im Prinzip drehe jetzt hier meinen Pinsel. Das kann aber am Anfang noch ein bisschen tricky sein. Da so die Hand und ich möchte, dass sich hier niemand die Hand bricht. Deswegen kann man ganz einfach dann das Blatt mitdrehen. Und was ich auch relativ schön finde, jetzt ist das eine Blatt hier ein bisschen ausufernd geworden. So, ich kann aber auch noch mal ein bisschen nachbessern. Okay, jetzt sieht es nicht mehr ganz so verschroben aus. Okay, so sieht tatsächlich mein erster Schritt aus. Hier die gelben Punkte müssen auch nicht durchgetrocknet sein. Ich persönlich finde es gerade in diesem Loose Watercolor Look total schön, wenn hier die gelben Punkte sich auch so ein bisschen mit dieser hellen rosa Farbe verbinden oder dieser hellen Magenta Farbe. Ja, also ich persönlich finde das total schön. Jetzt nach diesem Schritt ist es aber unfassbar wichtig, dass hier wirklich die Farbe komplett ausgetrocknet ist, einfach weil wir jetzt in der Lasur versetzt dann mit einem dunkleren Pigment drüber gehen werden und damit das dann nicht ein Einheitsbrei wird, ist es wichtig, dass das hier antrocknet. In der Zwischenzeit können wir jetzt noch das dritte Element malen und zwar den Tannenzweig. Den brauchen wir nämlich auch gerade in der Weihnachtszeit ziemlich häufig. Ihr könnt natürlich jetzt hier auch mit dem Achterpinsel malen. Wenn wir nur die Pinselspitze verwenden, ist das eine super, super Pinselübung auch. Ihr könnt natürlich aber auch einfach einen kleineren Pinsel verwenden, je nachdem, wie ihr das gerne mögt. Ich starte mit einem dunkleren Braun. Und der hat, also das Braun hat so eine mittlere Pigmentierung, das heißt ungefähr so in diesem Farbton. Ich zeige euch das mal hier ungefähr so. Sieht das braun aus. Es muss jetzt nicht zu hell und auch nicht zu pigmentiert sein. Und jetzt ganz einfach ein Strich, ungefähr, was sind das, 5 cm. Auch so ein bisschen abgerundet, das muss gar nicht so wahnsinnig gerade sein. Und der Pinsel wird wieder ausgewaschen. Meine Grünfarbe wird jetzt ein bisschen dunkler werden, um vielleicht doch ein bisschen mehr an den Tannenzweig anzulehnen. Und auch hier so eine mittlere Pigmentierung. Ein schön kräftiges Grün. Aber das ist auch Geschmackssache. So.
Wichtig ist, wenn ihr mit einem großen Pinsel arbeitet und nur mit der Pinselspitze arbeiten wollt, dann sollte der Pinsel nicht komplett vollgeladen sein mit Pigmenten, weil ansonsten läuft es dann tatsächlich wie so ein See einfach runter. Das heißt, ich streiche hier so ein bisschen auf der Palette meinen Pinsel auch nochmal ab und starte jetzt hier unten nur mit der Pinselspitze in so einem spitzen Winkel. Nach oben hin werde ich ein bisschen kleiner. Und das Ganze mache ich jetzt auch noch hier für die andere Seite. So. Okay. Ja, und damit haben wir schon unseren Tannenzweig. Also wirklich super, super easy. Wichtig ist hier, ich zeige euch mal, wie man das noch machen kann oder was passieren könnte. Was aber problematisch wird, weil wir müssen nämlich Struktur in unserem Tannenzweig haben. Das heißt, wenn jetzt die... Also wenn wir hier keine weißen Flächen lassen und wir hier zu eng arbeiten, dann haben wir das Problem, dass es dann wirklich so ein bisschen zu einheitlich aussieht und die Struktur nicht mehr ganz so gut rüberkommt. So. Ich meine, hier sieht es jetzt noch ganz gut aus. Ja, aber was ich jetzt einmal zeigen wollte, ist hier auch den Unterschied. Nur so sieht es aus, wenn ich wirklich ein bisschen mehr Abstand zwischen meinen Strichen lasse und hier, wenn ich halt kaum Abstand zwischen den Strichen lasse, je nachdem, was einem auch gefällt. Aber wichtig hier, wir wollen wirklich Struktur behalten, deswegen sind die weißen Flächen so unfassbar wichtig. In der Zwischenzeit ist unser Weihnachtsstern hier auch schon angetrocknet. Jetzt geht es mir darum, dass ich auf jeden Fall eine pigmentierte magenta-rote Farbe habe. Das heißt, wenig Wasser. Jetzt hebe ich mir hier zu meiner schon angemischten Farbe, hier zu dieser transparenten Farbe, die ja schon auf meiner Mischpalette ist, hebe ich mir jetzt einfach noch mehr Pigmente und mache jetzt im Prinzip die gleichen Bewegungen, die ich auch hier für die erste Schicht genommen habe, für die Blütenblätter, allerdings jetzt versetzt. Das heißt, einmal so und einmal so. Bei mir ist es hier tatsächlich nicht ganz ausgetrocknet. Man sieht es hier schon, dass sich das ein bisschen vermischt. So. Und tatsächlich müssen die Blütenblätter hier auch nicht so wahnsinnig groß werden. Also die können hier ruhig ein bisschen, wenn sie versetzt gemalt werden, auch ein bisschen kleiner sein. Das ist ja so das Typische am Weihnachtsstern auch, dass die auch so kleinere Blätter hier im Mittelteil haben und dann die hinteren Blätter einfach ein bisschen größer sind. Damit haben wir unseren Weihnachtsstern schon fertig gemalt. Ich möchte aber hier auch nochmal darauf hinweisen, es ist wichtig, dass wenn wir das erste Mal auf unser Blatt gucken, dass wir wissen, okay, das ist ein Weihnachtsstern. Ich finde, das kommt hier sehr gut raus. Für all diejenigen, die so sehr naturgetreu arbeiten, es kann natürlich sein, dass es Weihnachtssterne gibt, die mehr oder weniger Blütenblätter hat. Es geht hier nicht darum, die Natur 100% in der Realität abzubilden. Ja, einfach nur für diejenigen, die jetzt sich denken, nein, aber da sind dann 6 Blätter oder noch 7 und da fehlt eigentlich noch das Blatt. Es geht hier wirklich darum, einfach grundsätzlich zu erkennen, es ist ein Weihnachtsstern. Ja, das bedeutet auch so dieses Loose Watercolor. Okay, jetzt können wir schon an unsere erste Komposition gehen. In einer floralen Komposition, das heißt, wir fügen Blätter und Blüten zusammen als ein ganzes Bild. Da empfehle ich immer zuerst mit den Blüten zu starten und dann im Prinzip mit den Blättern so ein bisschen die Freiräume auszutarieren. Das liegt natürlich daran, dass wir nicht mit dem Bleistift vorskizzieren. Das heißt, wir werden dann halt mit dem Pinsel einfach so ein bisschen regulieren unsere ganzen Größen, damit das dann am Ende auch alles gut zusammenpasst. Das zeige ich euch aber jetzt ganz einfach, wie ich das immer ganz gerne mache. Das bedeutet im Prinzip, ich habe mich entschieden, ich möchte hier in die Mitte 2 Weihnachtssterne malen, dann mit natürlich noch mit Elementen, das heißt mit Blättern und Tannenzweigen verzieren. Ich starte zuallererst hier wieder wie gehabt, wie wir, sage ich mal, es gelernt haben, mit unserer Blüte, mit unserem Weihnachtsstern. Normalerweise würde ich jetzt hier schon gleich meinen zweiten Weihnachtsstern malen. Das liegt aber auch daran, dass ich ein bisschen geübter bin. Ich zeige euch jetzt aber mal den Weg, den ich wahrscheinlich auch als Anfänger wählen würde. Das heißt, dann kann ich nämlich gut abschätzen, wie viel Platz ich noch habe. Das heißt, hier mit meinen gelben Punkten in der Mitte und füge jetzt hier mit meinem transparenten Magentaton die Blütenblätter. So.
Jetzt habe ich hier ungefähr meinen Platz. Die Blüte muss ja noch trocknen. Das heißt, ich kann dann hier einfach meine zweite Blüte malen. Und je nachdem, wie groß ihr euer Bild haben wollt, im Prinzip, das heißt, wenn ihr eher kleinere Weihnachtssterne malt, könnt ihr auch mit einem kleineren Pinsel malen. Das geht ein bisschen easier, als wenn ihr jetzt mit einem großen Pinsel dann versucht, so klein zu malen, weil hier gerade bei den Blütenblättern, da wollen wir wirklich die volle Pinselfläche ausnutzen. Und das sieht man dann tatsächlich, wenn man mit einem großen Pinsel versucht, klein und dann aber irgendwie nicht die volle Pinselfläche, sondern nur so ein bisschen vorne die Spitze nimmt. Das einfach nur nochmal so von mir. Das ist aber einfach aus meiner Erfahrung heraus. Wenn das jemand anders macht, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Das muss jetzt hier einmal komplett austrocknen, bevor wir hier mit der zweiten Schicht drüber gehen können. Da ich auf dieser Illustration hier gerne noch etwas hinschreiben möchte, werde ich jetzt hier die Blätter und Tannenzweige, die ich noch male, ungefähr nur bis hier malen, um dann hier noch einfach meinen Platz zu haben. Das heißt, ich gebe jetzt hier einmal die Richtung für meine Tannenzweige vor. Abzuschließen habe ich jetzt hier ganz einfach noch Blätter mit hinzugefügt, da wo es mir gepasst hat, ganz gut, und hier einfach noch so weihnachtstypisch ein paar rote Punkte hier noch aufgetragen. So, damit gefällt mir das nämlich schon ziemlich gut. Das muss jetzt hier erstmal noch ganz gut durchtrocknen, bevor wir mit unserem Metallic-Effekt hier rangehen können. Nach dem Austrocknen können wir uns nun an die Metallic Highlights wagen. Und zwar beginnen wir dazu erst mit diesem Paper Poetry Klebestift. Das ist auch ein Pumpstift, das heißt, wenn ihr den neu aufmacht, dann solltet ihr auf jeden Fall erstmal vorne die Spitze so pumpen, bis sie sich quasi komplett mit Klebstoff gefüllt hat. Und dann könnt ihr im Prinzip hier loslegen und eure Highlights setzen. Also da, wo Metallic aufgetragen werden soll mit der Transferfolie, dort werden wir jetzt den Klebestift auftragen. Ihr braucht keine Angst haben, die Aquarellfarbe ist ja wasserlöslich, das heißt, wenn ich jetzt hier mit meinem Klebestift auf die Farbe direkt drauf gehe, dann ist es halt einfach so, dass die Pinselspitze des Stiftes auf jeden Fall auch ein bisschen Farbe abbekommt. Die kann man aber ganz leicht wieder abstreichen. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Beziehungsweise ihr könnt natürlich auch die rote Farbe weglassen vorher und dann einfach nur mit dem Klebestift eure Highlights setzen. Ich finde es immer ganz schön, wenn noch daneben und darunter vielleicht ein bisschen rot durchschimmert. Bevor wir die Transferfolie raufgeben, ist es wichtig, dass der Klebstoff einmal richtig gut ausgetrocknet ist. Das bedeutet jetzt wieder ungefähr eine halbe Stunde warten, bis alles trocken ist. Für den Metallic-Effekt habe ich mir zwei Transferfolien einmal beiseite gepackt. Einmal in Gold und einmal in Rot. Das Rot werde ich hier auf die roten Punkte raufgeben und das Goldene hier auf die Mitte meiner Blüten des Weihnachtssterns. Und zwar wichtig ist, es gibt hier einmal so eine matte und einmal eine glänzende Seite. Also wirklich die Seite, die diesen Metallic-Effekt hat, den wir haben wollen. Und dann quasi einmal die Rückseite. Und wichtig ist, dass wir auf den Kleber, der getrocknet ist, jetzt hier vorsichtig, also wichtig ist, dass die Goldfolie hier nicht auf die roten raufkommt, weil da wollen wir ja die rote Folie drauf machen. Und dass quasi die Rückseite hier so raufgestrichen wird, also raufgesetzt und einmal raufstreichen, und dann sieht man schon, dass hier, wenn man ganz nah rangeht, quasi da, wo der Kleber aufgetragen wurde, da haftet es schon sehr, sehr gut dran. So, ich streiche einfach ein paar Mal drüber und man kann hier sehen, dass es einfach haften geblieben ist. Das Ganze mache ich jetzt auch nochmal für
die andere Mitte. Jetzt muss man hier natürlich aufpassen, dass man nicht nochmal dort die Ecke benutzt, die man gerade schon verwendet hat, weil da ist ja quasi keine Goldfolie mehr übrig, sondern ich muss wieder mir eine neue Ecke suchen. Und hier, ich halte die Folie aber so hoch, dass sie nicht auf die Punkte drauf fällt, die ich gleich mit der roten Folie bedecken möchte. Und hier einfach ein bisschen drüber streichen und abziehen. Und auch hier wieder das Gleiche. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus mit den tollen Metallic-Effekten. Wie gesagt, man kann wirklich mit den Basics, die ich euch gezeigt habe, mit den drei Elementen, dem Weihnachtsstern, dem Tannenzweig und den Blättern und noch einfach ein paar Punkte hinzufügen, wirklich ganz tolle weihnachtliche Illustrationen erschaffen. Und wie gesagt, man ist ja auch total frei, zum einen in den Farben, zum anderen aber auch in der Komposition. Und ich zeige euch jetzt mal die gleichen Farben, aber eine andere Komposition. Und zwar ist das hier nämlich eine Karte. Da habe ich einfach Aquarellpapier genommen. Ja, habe es so direkt zugeschnitten mit einem Hebelschneider. Habe dann das einmal hier mit einem Falzbeil einmal umgeklappt, ne, dass man hier noch was reinschreiben kann. Und hier auf der auf dem Deckblatt im Prinzip, da habe ich auch wieder Weihnachtssterne im Endlosmotiv. Das heißt, sie gehen hier auch über den Rand hinaus. Und habe jetzt aber die Mitte freigelassen, die ist ungefähr so als Oval freigelassen, ne, und habe dann die Tannenzweige einfach entlang meines Ovals gepackt, dass ich in die Mitte noch was Schönes reinschreiben kann, ne, einen schönen Gruß oder wie jetzt hier Merry Christmas. Und hier habe ich auch wieder nur Weihnachtsstern benutzt, Tannenzweige, die Blätter und die kleinen Pünktchen. Ja, auch hier wieder die gleichen Metallic-Effekte, einmal in der Mitte des Weihnachtssterns und einmal die roten Elemente. Dann zeige ich euch jetzt noch mal eine Sache, und zwar hier habe ich einfach ganz andere Farben benutzt. Hier wirklich ein bisschen kühler gehalten, das passt aber auch sehr gut eher so in das winterliche Motiv, ne? Alles so ein bisschen blau, so ein bisschen Schnee. Ne? Ich habe hier die Tannenzweige sind auch bei mir grün geblieben. Ich habe die Weihnachtssterne so hellblau, also so ein Pastellblau und ein dunkles Blau genommen. Dann hier so ein ganz leichtes Grün, einfach nur hier so als Striche noch. Dann graue Blätter und die statt die roten Kügelchen habe ich dann hier einfach gelbe Punkte mit drauf gemacht. Und als Highlights, als Metallic Effects habe ich Silber benutzt und zwar silberne Transferfolie. Habe auch wieder die Mitte versilbert im Prinzip und habe hier den mittleren, also die Narbe der grauen Blätter auch noch mit dem Klebestift und der Transferfolie bearbeitet. Ja. Also so kann es auch noch aussehen. Also das nur als Idee von mir und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir einfach hier unten drunter. Die Materialien habe ich euch alle in der Videobeschreibung verlinkt und ansonsten wünsche ich euch eine tolle Weihnachtszeit und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!